Assalamu alaikum, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen sehr gut. Heute kommt das Video, auf das ihr gewartet habt. Und zwar die Buchstaben. Wir werden die Buchstaben lernen, wie man sie schreibt und wie man sie ausspricht. Fangen wir mal an mit dem ersten Buchstaben. Elif. Elif geht man von oben nach unten. Und dann dieses Zeichen. Von oben nach unten und dann dieses Zeichen. Elif entsteht, indem die Stimmbänder sich zerteilen, auseinandergehen und das Mund einfach nur offen bleibt. Und so kommt dann Elif. Kommen wir dann zum nächsten Buchstaben und zwar B, der wie eine Pfanne aussieht und unten einen Punkt hat. B. Durch die Lippen. Der nächste Buchstabe ist T. Elif, B, T. Und T ist auch einfach auszusprechen. Der dritte ist Th. Th, die Zunge ist bei Th hinter den Zehen am oberen Kiefer. Th. Und somit haben wir jetzt Elif, B, T. Kommen wir zum nächsten. Jim. Jim sieht so aus. Im Inneren ein Punkt. Jim. Also Elif, B, T, T, Jim. Der nächste Buchstabe ist H. Das gleiche, nur es hat keinen Punkt. Also Elif, B, T, Tha, Jim, Ha. Spricht es öfters noch. Der nächste Buchstabe ist Cha. Cha wird für einige schwer sein, aber bitte nicht Ha sagen. Also zwischen dem Ha und dem Cha muss schon Unterschied geben. Und somit haben wir jetzt die erste Zeile. Elif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha. 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 Lass uns mal gucken, wie die aussehen, wie sie schreiben. Die Buchstaben sehen am Anfang anders aus als in der Mitte. Und in der Mitte anders aus als am Ende. Okay? Am Anfang schreiben wir den Elif so. Ganz normal. Vorne gibt es keinen Buchstabe und danach verbinden wir nicht den Elif mit einem Buchstaben. Wir verbinden ihn nicht. Der Elif in der Mitte lässt sich von vorne verbinden und somit sehen wir diesen Haken oder diese Verbindung und dann kommt der Elif. Am Ende sieht der Elif genauso aus, denn er lässt sich von vorne verbinden und nach ihm kommt kein Buchstabe. Und somit haben wir den ersten Buchstabe, somit haben wir Elif, wie er am Anfang, in der Mitte, am Ende ist. Jetzt kommen wir zu B und B sieht am Anfang so aus. Wir nehmen den ersten Teil der Pfanne und den Rest lassen wir. Und dann kommt eben der nächste Buchstabe, je nachdem wie er aussehen wird. In der Mitte sieht er so aus. Er lässt sich von vorne verbinden und danach auch verbinden. Und deswegen diese Verbindung und dann einfach nur einen Haken nach oben und der Punkt nach unten. Der Punkt ist das Zeichen, dass das ein B ist. Am Ende sehen wir nur eine Verbindung und dann nachher genau einen normalen B. B. Okay? Das gleiche, nur dass da vorne dann eine Verbindung ist, weil er sich verbinden lässt. Somit haben wir jetzt Elif am Anfang, in der Mitte, am Ende und B am Anfang, in der Mitte und am Ende. Kommen wir zu T. T ist genau das gleiche. Die Hälfte der Pfanne, nur dass wir oben einen Punkt machen. Okay? Oben zwei Punkte. Dass wir oben zwei Punkte machen. In der Mitte sieht er ebenso gleich aus, nur wieder mal die Punkte. T. Und der T am Ende sieht genauso wie der B oben aus. Und zwar gleich, nur dass die Punkte zwei Punkte oben sind. T ist genau das gleiche, der erste Teil der Pfanne und dann drei Punkte oben. T.
In der Mitte wieder mal das gleiche, nur dass die Punkte 3 sind. Tha. Am Ende sieht immer noch gleich aus. Nur die Punkte. Tha. Okay? Spricht mir nach. Alif. Ba. Ta. Tha. Okay? Kommen wir zum nächsten Buchstabe. Jim. Für einige mag das vielleicht schwer sein. Ich hoffe, ich schaffe das. Falls nicht, könnt ihr mich fragen. Jim sieht am Anfang ein bisschen anders aus. Und zwar so. Von oben gehen wir runter und dann einen geraden Strich. Der Punkt bleibt unten, damit wir wissen, dass das ein Jim ist. In der Mitte die Verbindung und dann wieder das gleiche. Jim. Am Ende sieht es den normalen Jim eher ähnlich aus. Und zwar so. Die Verbindung kommt von unten hier und dann ein ganz normaler Jim. Natürlich, je nachdem wie Kalligrafie, ihr wisst ja auch vielleicht, dass es Kalligrafie gibt und dann können sich die Schriften einigermaßen auch ändern. Aber so allgemein bleibt das alles gleich. Kommen wir zu H. H ist genau wie das gleiche wie Jim, nur dass da kein Punkt ist. Genauso wie beim Anfang auch kein Punkt ist, wird es in der Mitte, am Anfang und am Ende auch keinen Punkt geben. Nur wie es aussieht, wird gleich sein. Herr. Und dann genau dasselbe. Herr. Und dann wieder mal das gleiche. Nur ohne Punkt. Herr. Jetzt spricht mir nochmal nach. Elif. Ba. Ta. Tha. Jim. Herr. Okay. Kommen wir zum letzten Buchstaben hier. Und zwar Cha. Cha ist am Hals mehr oben, am Ende des Halses. Cha wird ebenso so geschrieben, nur dass der Punkt oben jetzt ist. In der Mitte sieht er auch gleich aus, nur dass der Punkt oben ist. Und Cha am Ende sieht so aus. Jetzt werde ich die nächsten Buchstaben auf einer anderen Farbe schreiben, damit ihr es unterscheiden könnt. Jetzt haben wir Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Cha. Jetzt kommen wir zu Dal. Dal. Genau das gleiche, nur dass der Punkt anders ist. Das ist Dal und das ist Dal. Und dann Ra und Za. Wieder mal das gleiche, nur dass der Punkt da ist. Dal, Dal, Ra, Za. Dal, Dal, Ra, Za. Andere sagen auch Sein. Sin und Shin. Sin, Shin, Sin, Shin und Sort. Dal, Dal, Ra, Za, Sin, Shin, Sort. Ich hoffe, ihr sagt mir nach. Natürlich wird das Video ein bisschen lange dauern und das könnt ihr ja nicht auf einmal so lernen. Deswegen müsst ihr euch selber mehrmals anschauen oder ihr teilt es in Teile und schaut euch jedes Mal so 5 Minuten oder ein Stück, je nachdem wie ihr es wollt. Dell am Anfang sieht genau gleich aus, denn er lässt sich nicht verbinden, deswegen bleibt er so. Dell in der Mitte, vorne eine Verbindung, geht nach oben, also normales Dell, nur dass sie vorne eine Verbindung ist. Danach lässt er sich nicht verbinden. Okay? Nicht verbinden lassen. Jetzt Dell am Ende, genau das gleiche. Er lässt sich von vorne verbinden. Und danach ist er der letzte Buchstabe, kommt ja nichts mehr danach. Da Dell und Sel genauso gleich ist, also nur dass der Punkt da ist, sind die Arten, wie sie aussehen, ebenso gleich. Nur dass der Punkt da ist. Dell, Sel. Sagt mir nach. Dal, Dal. Okay. Jetzt Ra. Ra und Za, ihr seht schon das Gleiche. Das bedeutet am Anfang, in der Mitte und am Ende werden die auch gleich sehen. Jetzt Ra am Anfang sieht so. Die lassen sich nicht verbinden. Ra lässt sich auch nicht verbinden.
Ra in der Mitte, eine Verbindung und danach den Ra und danach wieder nichts. Und am Ende Verbindung, Ra, er ist der letzte Buchstabe, somit kommt da nichts. Del, Del, Ra. Jetzt Se. Se ebenso. Nur dass der Punkt da ist. Die Verbindung, ein Se, fertig. Verbindung, Se, fertig. Del, Del, Ra, Se. Zum Shin schneiden wir diesen Teil weg und behalten nur den hier. Sin, die drei Haken oder Gabeln oder wie ihr es nennen wollt. Und dann kommt eben der nächste Buchstabe. In der Mitte eine Verbindung, die drei Haken und dann die Verbindung weiter, weil es von beiden Seiten sich verbinden lässt. Am Ende wird da wieder ein normaler Sin. Okay? Ein normaler Sin. Nur dass da auch eine Verbindung da ist. Sin, Shin, wie ihr erratet habt, sind gleich, nur dass die Punkte da sind, hier. Und deswegen werden die auch am Anfang, in der Mitte und am Ende ebenso gleich sein. Und zwar so. Okay. Shin. Sin, Shin. Sin, Shin. So. Shin in der Mitte. Und am Ende. Shin am Ende. Jetzt kommen wir zum nächsten, letzten Buchstabe. Hier handeln wir genauso wie bei Sin und Shin. Wir nehmen nur diesen Teil. Okay? Und vergiss den Haken hier nicht. Der ist wichtig. Und dann geht es eben weiter. Hier die Verbindung. Dann den Sort. Und so ist es in der Mitte. Jetzt am Ende wird er wieder ganz normal. Sort. Wiederholen wir nochmal alle Buchstaben. Sagt mir nach. Alif, ba, ta, tha. Alif, ba, ta, tha. Alif, ba, ta, tha. Jim, ha, kha. Jim, ha, kha. Jim, ha, kha. Dal, dal, ra, za. Dal, dal, ra, za. Dal, dal, ra, za. Sin, shin, sot. Sin, shin, sot. Sin, shin, sot. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lernt die Buchstaben schnell auswendig. Das hoffe ich sehr vom Herzen und bis zum nächsten Mal. سرنا 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 بعون الله منها.